Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Ich hoffe, dass der Sound heute ein bisschen lauter ist. Der kam mir so leise letztes Mal vor. Aber der ist auch irgendwie leise. Naja, geht schon. Geht schon so. Naja, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. So. Ich bin hier. Wieder zu Hause waren wir. Ich suche eigentlich Menschen, aber wahrscheinlich schlafen die gerade. Werden wir gucken. Hier ist Klar, sie neu. Lass für dich alles stehen und liegen. Das ist War gut. Nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Merci long. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ja. Was? Ne, sie war nicht die neue, aber ich gehe mal schlafen erstmal. Wir wollen Helligkeit haben. Gehen wir mal 6 Stunden schlafen. So. Ah, jetzt haben wir auch Musik. Ist ja wunderschön. Schöne Ingame-Musik. Ich hätte schwören können, dass wir einen neuen Bewohner hatten. Habe ich extra nicht angesprochen, was ich das letzte Mal gesehen habe. Aber irgendwie nicht. Nimm's, mach sie nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ich glaube, sie haben keine Munition. Das ist natürlich schlecht. Aber egal, ich brauche die dringender als die. Ich hätte echt schwören können, dass genau hier einer stand. Aber naja, egal. So, wir wollen heute mal neue Waffen bauen. Ich habe dafür Maschinenpistole mir mal rausgesucht. Rechtmäßige Herrschaft und die Lasermuskete wollen wir jetzt mal bearbeiten. Ja, das ist schön. So. Nein. Und wir wollen das benutzen. Eine Maschinenpistole bauen wir heute. Eine Maschinenpistole. Mit einem Standardverschluss, einem gehärteten Verschluss. Eigentlich können wir mal so ein richtig krasses bauen, ne? Dafür müssen wir uns nur Rang 2 kaufen. Das können wir ja eigentlich auch nochmal machen. Gehen wir nochmal raus. Ich würde das gerne mal lassen. Ja. Also, bevor wir das machen, werden wir doch nochmal was lernen. So, einem Waffenfreak 2. Kann ich eigentlich Rüstung bauen mit Roboter-Experte? Schmied. Mods für Nahkampf. Was? Okay, sowas brauchen wir natürlich auch. Rüstungsmeister. Einmal Rüstungsmeister, dann würde ich gerne einen noch auf Stärke tun. Wenn wir mal mehr tragen können. Eigentlich wollte ich dann irgendwann mal hier raufkommen. Brauchen wir aber noch 2 Stärkepunkte mehr. So. Aber jetzt, Maschinenpistole. Standardverschluss, dann nehmen wir jetzt mal den mächtigen Verschluss. Der macht aber am meisten Schaden. Kurzverlauf macht Gewicht weniger und Wert mehr. Aber warum nicht? Kurze Kolben. Dann haben wir diesen Rückstoßkolben. Ah, jetzt brauche ich Schrauben.
Wir suchen mal Schrauben. Flexvisier. Einen Schraubraum an der Versorgung. Eine Mündungsbremse. Ah, mit Schalter wollen wir raus. Dann lassen wir das erstmal so. Das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt nehmen wir nochmal. Aber bevor ich es direkt mit die Herrschaft mache, machen wir dann jetzt mal lieber die Lasermuskete. Oh, dafür braucht man wieder mal was anderes. Wissenschaft braucht man dafür. Wissenschaft. Okay. Und Schrauben. Viel mehr Schrauben. Na gut, wir müssen Schrauben finden. Ich frage mich aber echt, ob ich nicht ein paar Waffen einfach auseinanderbauen kann. So eine Impro-Pistole nehme. Haben wir denn mal... öfters. Nehmen wir mal so eine Impro-Pistole. Probieren wir das mal aus. Ich will das, ablegen. Und jetzt würde ich gerne in den Baumodus. Da ist nur Stahl drin. Naja, gut. Na gut. Hätte er funktionieren können. Und dann können wir uns hier noch einmal gucken. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Ausschrauben. Die Rüstungswerkbank. Habe ich die denn gesehen? Ich dachte, hier wäre auch eine. Nehmen wir doch diese hier. Abdeckung ist doch gut. Verbessert Tarnung in der dunklen Reichen sowie Schade und Energie, ja, das ist gut. Das ist aber sowieso auch schon alles verbessert hier. Ah, okay. Wir wollen auch ein bisschen was schaffen. Wir sind ja rumgegammelt. Mal Waffen. Wir haben dabei die normale Pistole, diese Pistole, sowas Schönes und doppellautige Schrotflinte. Mehr haben wir jetzt nicht dabei, das muss reichen. Wir werden uns von hier aus
diese Richtung vorarbeiten. Das heißt, fangen jetzt hier bei der Bedford-Station nochmal an. Gehen nach links. Und hoffen, dass wir mal Schrauben finden. Was ist das? Ein Gleisgewehr ist eine seltene, selbstgemachte Waffe, die Gleisbolzen mit hoher Geschwindigkeit verschießt, dass sie sogar Körperteile abschneiden kann. Okay. So. Wir müssen in diese Richtung. Gar nicht alles durchsucht gehabt. Ist ja fantastisch. Natürlich sehr viel Schrott, aber nicht das, was wir brauchen. Aber das funktioniert jetzt auch mit den Schrauben. Gehen wir mal weiter voran. Komme ich nicht weit. Also schlimm. Das Stück kommt man, glaube ich, nicht rauf. Auf das hier könnten wir auch noch mal rauf. Schieß. Bin noch nicht aus welcher Richtung. Ja. Fahrer waren wir. Flugzeugabsturz. Aber ich werde erstmal hier zu diesem Minuteman-Problem hin. Er ist langsam. Ist so langsam. Ist er wieder weg. Ein Raider ist vorn raus. Preston ist weg. Wie schafft Preston das immer nur zu verschwinden? Ah, okay, da bist du ja. Taucht einfach vor mir wieder auf. Das war natürlich nicht so geplant eigentlich. Und die Waffe ist eigentlich echt gut. Boah, was?
Lass mich hoch, und was? Das ist doch nicht normal, Mann. Da kommt einfach ein Hund von hinten. Ach, ich glaub das nicht. Wenn ich dieses Spiel so spielen würde, dass wir beim ersten Mal tot wären, dann hätte ich das Projekt doch schon beendet. Schon 1000 Mal. So gefühlt. Das ist nicht wahr. Ich wollte eigentlich nochmal im Überlebensmodus spielen. Was denn dann erst, wenn man nicht mal speichern kann? Aber jetzt sind wir wieder hier. Das ist. Achso, das ist doch. Gut. Aber die Waffe ist wegen uns gebaut. Sag mir, dass die Waffe gebaut ist. Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe und Kokon finden. Neue Freunde. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, gerade nicht. Gerade nicht, Cotsworth. Vielleicht ein andermal. Momentan haben wir Preston dabei. Ich glaube das noch nicht. Wer jetzt über. Ja. Komm, Mülldeponie. Mal nochmal ein bisschen anders. Straight drauf zu. Das ist. Ach man, das ist doch alles, ne? Ja, für jede Gronk-Knack-Ausgabe bekomme ich zusätzlichen Nahkampfschaden. 5% immer. Das ist bei 10 Aufgaben. Ausgaben, ja, ist das schon sehr viel. 50%. So, erstmal hier speichern. Und straight drauf zu rennen. Da haben wir mehr Ausdauer. Wir hüpfen durch das Land. Vielleicht kommen wir dann mal an. Badabi, badabum. Ja. Deswegen bleibst du da auch stehen, Press. Aha, da ist ein Krankenhaus, haben wir auch so nicht gesehen. Es gibt so viele Orte noch. Wir kratzen gerade mal an der Oberfläche hier. Yo, ja, ist klar. Alter, warum? Warum? Lass mich. Wie schnell der auch ist. Ob wir Preston jemals wiedersehen werden? Ich wage es zu bezweifeln. Ganz ehrlich, ich soll hier noch gar nicht sein, glaube ich. Da freue ich mich. Warum schickt der mich hierher? Wir werden das gleich ja sehen. Was eine Gammelfolge wird. So eine richtige Fehlfolge. Preston ist tot.
Oh, Preston lebt noch. Hast du toll gemacht, Preston. Wir sind auch bald da. Oh, da sind wir doch schon. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Entschuldigung. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Das ist schön. Preston, willst du zuerst mit dir reden? Du bist doch hier der Minuteman. Wir könnten wirklich deine Hilfe brauchen. Was brauchst du? Sag es mir einfach. Ich kriege das schon hin. Die Minutemen haben mich geschickt. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Wo sind die? Erledigt, kein Problem. Ich sorge dafür. Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Na, Michael Crane, sichern Sie die Werkstatt in Tipping Posthaus. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da unten hin. Weißt du, hier gibt es viel zu entdecken noch. Wir werden erstmal hier speichern. Geht aber nicht hier drinne. So. Und dann werden wir diese Kehrerplage ausrotten. Dieses Haus wollte ich jetzt mal rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Legendärer Sith-Läufer. Vielleicht sollten wir uns in diesen Kampf gar nicht einmischen. Preston? Preston? Wo ist Preston schon wieder? Hey, hier drüben. Komm her. Hier. Geh dorthin. Dorthin! Ich habe echt das Gefühl, wir sollten hier noch gar nicht sein. Und los. Wo ist Preston schon wieder? Dort drüben. Macht mich fertig. Los, in Position. Los. Los! Hier drüben. Komm her. Nein. Ich auch. Ich auch. Also es ist noch nicht mal vorbei. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Okay.
Ja, und hattest du was Interessantes, Preston? Geh dorthin. Verstehe. Dorthin! Ich kümmere mich drum. Angeblich soll hier noch was sein. Aber na gut. Hier. So, wir haben es doch wirklich tatsächlich hierher geschafft. Da. Alter. Stirb nicht! Oh nein! Also diese Folge ist immer echt einfach nur eine Fail-Folge. So richtig failig. Ich glaube das nicht. Es ist aber vielleicht... Ach... Ich glaube, das hat doch so keinen Sinn. Es hat doch einfach so keinen Sinn. Wir sind noch viel zu schwach. Viel zu schwach für diese Gegend. Ich werde das anders machen müssen. Wir machen das anders. Wir können da noch nicht hingehen. Das ist kacke. Ich werde jetzt die auch mal abbrechen hier an der Stelle. Und mir nochmal einen neuen Plan überlegen. Ich werde erstmal laden. Nochmal hier. Und dann werde ich diese Folge als Fail-Folge deklarieren. Dann wird es nächste Folge weitergehen. Aber nicht, nicht da hinten. Da werden wir später hingehen. Das ist, sind wir noch zu schwach für. Wir werden erstmal hier so ein paar Sachen machen, die wir noch machen können. Wir werden erstmal hier noch hingehen. Und alles bis hier so hin. Hier so. Das ist nämlich noch möglich, aber alles, was hier hinten ist, das ist einfach zu hart. Das geht noch nicht. Ja, also hier diese Oberlandstation Umgebung bis hierhin. Sagen wir mal bis Diamond City. Bis Diamond City hier. Das ist noch möglich, würde ich sagen. Das andere ist halt so schwer noch rechts. Können wir die Minimission leider noch nicht vorantreiben. Wir fangen halt auch hier hinten an. Ich werde jetzt nochmal schnell nochmal das Gewehr bauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Falls euch die Fail-Folge trotzdem gefallen hat, lasst mal einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder was Gescheites hinkriegen. Tschüss.